Du bist im Supermarkt und kommst an einem Regal mit Eiern vorbei. Du fragst dich, welche Eier sind besser, die weißen oder die braunen? Lass dir gesagt sein, dass es praktisch keinen Unterschied zwischen ihnen gibt. Die Farbe der Eierschale hängt von der Hühnerrasse ab. Sie produzieren zwei verschiedene Farbpigmente. Du kannst also Eier jeder Farbe nehmen, denn die Nährstoffe in ihnen sind so ziemlich identisch. Was war zuerst da? Das braune Ei oder das weiße Ei? Ist doch egal. Es reicht eine kleine Menge Zahnpasta zum Zähneputzen, so groß wie eine Erbse. In der Werbung wird dir zwar gezeigt, dass du die ganze Zahnbürste mit Paste bedecken musst, aber das ist ein Marketingtrick. Die Hersteller wollen nämlich nur, dass du schneller eine neue Tube kaufen musst. Ein Flugzeug hinterlässt durch Kondensation von Kohlendioxid Dampf. Es ist also der verbrannte Treibstoff, der die weißen Linien am blauen Himmel zeichnet. Erinnere dich an den Winter, wenn du erwärmte Luft sichtbar aus deinem Mund hauchst. Beim Flugzeug ist es im Grunde das Gleiche. In der Höhe, in der Flugzeuge fliegen, ist es immer eisig. Abgase und heiße Luft kommen aus den Turbinen und wenn sie auf kalte Luft treffen, entstehen diese dicken Linien aus Dampf. Ist dir schon aufgefallen, dass fast alle Hotels weiße Bettbezüge haben? Das weiße Bett soll zeigen, wie hoch die Sauberkeitsstandards im Hotel sind. Je weißer und heller die Laken, desto luxuriöser wirkt das Hotel. Auf weißer Bettwäsche sind Schmutz und Flecken viel leichter zu sehen. Sie sind wie ein Beweis, dass du in ein sauberes Zimmer eingecheckt hast. Hast du schon mal einen Benzinregenbogen in einer Pfütze gesehen? Das passiert, weil Benzin sich nicht mit Wasser vermischt. Es bildet eine dünne Schicht darüber und wenn das Licht von ihr und dem Wasser gleichzeitig reflektiert wird, siehst du einen Regenbogen. Das Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür deines Hotelzimmers ist keine Vorschrift, sondern nur ein Ratschlag. Zimmermädchen und Personal haben das Recht, reinzukommen, wenn sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, vor allem wenn du das Schild 24 Stunden lang nicht abgenommen hast. Warum gehen die Uhren nach rechts? Die Sonne ist der Hauptgrund. In der Antike, als die Menschen die Sonnenuhr erfanden, bewegte sich der Schatten der Sonne auf der nördlichen Hemisphäre rechts lang und auf der südlichen links lang. Mechanische Uhren wurden zuerst in der nördlichen Hemisphäre erfunden. Daher geht die Uhr auch nach rechts. Oder, wie wir heute sagen, im Uhrzeigersinn. Warum sind Becher auf Partys rot? Damit du dein Getränk auf dem Tisch zwischen Snacks, Getränken und all den anderen roten Bechern schneller wiederfindest. Hier noch ein Tipp. Schreib deinen Namen auf deinen Becher. Außerdem regt Rot zum Handeln an. Auf der psychologischen Ebene sagt dir dein roter Becher also, trink mich aus. Es heißt, dass gelbe Taxis ihre Wurzeln im Italien des 15. Jahrhunderts haben. Ein Postkaufmann benutzte gelbe Kabinen für die Postzustellung. Er wollte, dass jeder seine Karren schon von Weitem erkennt. Etwa 60-80% der Menschen, meist im Alter zwischen 15 und 25, haben gelegentlich gänsehauterzeugende Déjà-vu-Momente. Sie sind flüchtig und unvorhersehbar. In der Wissenschaft ist man sich immer noch nicht ganz sicher, warum sie auftreten und warum man sie nicht kontrollieren kann. Um mehr darüber zu erfahren, haben sie bei Probanden unter Hypnose eine Erinnerung erzeugt, die sie dann vergessen sollten. Dann haben sie die Erinnerung wieder hochgeholt, was dazu führte, dass sie später ein Déjà-vu-Erlebnis hatten. Andere Forschungsgruppen versuchten, das Déjà-vu in der virtuellen Realität mit ähnlich aussehenden Spielszenen nachzustellen. Nach diesen Experimenten kam man zur Überzeugung, dass das Déjà-vu deinem Gedächtnis einen Streich spielt. Du gerätst in eine Situation, die einer realen Erinnerung ähnelt, an die du dich aber nicht vollständig erinnern kannst. Dein Gehirn bemerkt die Ähnlichkeiten und hinterlässt bei dir dieses seltsame Gefühl von schon mal gesehen. So kann man jedenfalls Déjà-vu aus dem Französischen übersetzen. Eine andere Erklärung ist, dass es sich um eine Gedächtnislücke handelt. Das tritt eher auf, wenn du gestresst bist, unter Druck stehst oder viele Informationen auf einmal verarbeiten musst. Dann können einige Infos im Langzeitgedächtnis statt im Kurzzeitgedächtnis landen. Du bist mit deinem besten Freund Max im Hundepark. Er trifft den Labradudel seiner Träume und sie spielen miteinander. Aus dem friedlichen Schwanzwedeln wird schnell ein gegenseitiges Beißen. Oh nein, sie beißen sich in den Hals.
Du schnappst dir Max und rennst nach Hause. Aber es gab keinen Grund, so panisch zu reagieren. Das Spiel mit dem offenen Maul kann man als Maul-Wrestling oder Kiefer-Sparring bezeichnen. Das ist eine gesunde Art der Interaktion zwischen Hunden, die sie von ihren Vorfahren, den Wölfen, geerbt haben. Ein Welpe muss einige wichtige Fähigkeiten erlernen, darunter auch das Kämpfen. Und das Maul-Wrestling gehört eben dazu. Später weiß er, wie er sich schützen und die Grenzen anderer Hunde respektieren sollte. All das Jagen, Ringen, Knurren und Beißen ins Gesicht ist eine Möglichkeit, sich mit anderen zu sozialisieren und Spaß in der Hundewelt zu haben. Das ist so ähnlich wie bei Geschwisterrivalität oder den spielerischen Kämpfen wie die Kissenschlacht. Auch Katzen unter 2 Jahren üben sich im Maulwrestling. Sie fallen oft übereinander her und beißen sich gegenseitig in den Nacken, um ihren Jagdinstinkt auszuleben. In der Wildnis sind Katzen schnell und gnadenlos, was sie zu Hause nicht hinter all dem Schnurren verstecken können. Wenn du deine Katze mit anderen Katzen spielen lässt, lernt dein kleiner Mr. Biscuit auch, sanfter mit dir und anderen Menschen zu spielen. Es ist also gut. Schärft deine Katze auch gerne ihre Krallen an deinen Möbeln? Das macht sie, um ihr Revier zu markieren, ihre Krallen zu pflegen und ihren Rücken und ihre Schultern zu strecken. Die Couch scheint perfekt dafür geeignet zu sein. Sie ist nicht zu kurz und stabil genug. Du brauchst also nur einen guten Ersatz mit den gleichen Eigenschaften finden, damit deine Katze sich kratzen und ihre Gefühle unbegrenzt ausleben kann. Katzen flippen aus, wenn sie eine Gurke sehen, weil sie ihrem langjährigen Feind, der Schlange, sehr ähnlich sieht. Sie sind von Natur aus darauf programmiert, in die Luft zu springen, um sich vor einem Biss zu schützen. Also alles, was ähnlich aussieht, vom Spielzeug bis zur Aubergine, löst diese Reaktion aus. Aber es ist keine gute Idee, sie damit zu ärgern, auch wenn es nur Spaß ist. Das kann nämlich ihre geistige Gesundheit stören. Fische haben Kiemen und Flossen, aber sie haben keinen Nacken. Stattdessen haben sie Knochen, die ihren Schädel und den Schultergürtel miteinander verbinden. Ein Grund dafür ist, dass es mit einem Hals schwieriger ist, schnell zu schwimmen, weil er hin und her wackelt. Außerdem wird in der Wissenschaft ein fischähnliches Lebewesen, das einen Hals entwickelt hat, automatisch als andere Tiergruppe eingestuft. Die offizielle Definition besagt, dass ein Lebewesen, das einen Hals hat, nicht als Fisch bezeichnet werden kann. Der älteste Hals, der in der Wissenschaft bekannt ist, gehört zu einem ungewöhnlichen Lebewesen, das vor 375 Millionen Jahren lebte. Es war zum Teil Fisch und Tetrapode. Der Begriff steht für ein Tier mit 4 Gliedmaßen. Regen macht den Boden nicht immer nass. Es gibt sehr heiße und trockene Gebiete, in denen der Regen verdunstet, noch bevor er den Boden erreicht. Dafür gibt es auch einen Namen: Phantomregen. Du kannst dichte Vorhänge aus Tropfen sehen, aber nichts davon kommt am Boden an und kein Wasser erreicht die Lebewesen. Ratten lachen, wenn du sie kitzelst. Sie kichern dann meistens. Bei einem Experiment, bei dem Forscher sie kitzelten, jagten sie sogar spielerisch hinter der Hand hinterher. Alle Menschenaffen, zu denen Gorillas, Orang-Utans, Bonobos und Schimpansen gehören, sind auch kitzlig und reagieren mit einem ziemlich ausgeprägten menschenähnlichen Lachen darauf. Pinguine, Hunde, Erdmännchen und viele andere scheinen das auch zu mögen. Dir sind bestimmt schon die unterschiedlichen Farben der Nummernschilder in anderen Ländern aufgefallen. Das liegt daran, dass sie unterschiedliche Systeme bei der Fahrzeugregistrierung nutzen. Australien hat eine unbegrenzte Farbpalette für die Nummernschilder. Viele verschiedene Motive und Designs sind möglich. In Großbritannien gibt es nur 2 mögliche Kennzeichenfarben: Gelb für das hintere Nummernschild und Weiß für vorne. Aber beide haben schwarze Buchstaben. Das war aber nicht immer so. Früher hatten die Nummernschilder in Großbritannien entweder weiße oder silberne Buchstaben. Aber seit 1979 müssen alle Fahrzeuge genau die Nummernschilder haben, die wir heute kennen. Jedes Nummernschild muss aus reflektierendem Material bestehen. Und wenn das Nummernschild an der Rückseite des Autos weiß ist, reflektiert es weißes Licht und das ist nicht erlaubt, jedenfalls in England. Elefanten haben riesige Ohren und normalerweise richten sie die aus, um Geräusche aufzunehmen. Aber sie können auch entfernte Laute und Geräusche mit ihren Füßen hören. Wenn sie etwas von weiter weg wahrnehmen, bleiben Elefanten stehen und lehnen sich nach vorne.
Sie verlagern ihr Gewicht auf die Vorderbeine und heben manchmal auch einen Vorderfuß an. Mit den Füßen hören, das ist mal eine Leistung. Ha,